Schwechats sportliches Aushängeschild, die Baseballmannschaft Blue Bats, hat es bereits bis in die Bundesliga geschafft. Nun stand ein wichtiges und schweres Spiel am Plan. Man musste sich gegen die Vienna Metro Stars behaupten. Immerhin, ein Heimspiel am Schwecherter Batsfield. Die Blue Bats Schwächerte empfingen die Vienna Metro Stars zum Doubleheader auf dem Batsfield. Der Rekordmeister aus Wien kam als Favorit nach Schwächert, aber auch die Blue Bats konnten diese Saison bereits 4 Siege einfahren. Die sind knapp vor uns im Moment, das ist der Vienna Metro Stars, die glaube ich, den meisten Bundesliga-Sieg haben oder die Titel in der Bundesliga. Aber die sind eine Mannschaft, dass wir definitiv schlagen können. Letztes Jahr, glaube ich, haben wir 2-mal geschlagen und dieses Jahr hoffentlich, dass wir, wie gesagt, diese 2 Spiele, das erste Mal diese Saison gegen diese Mannschaft und dass wir die heute besiegen. Wir haben ein bisschen einen verkleinerten Kader, ein paar familiäre Ausfälle. Gegen einen mehrfachen Staatsmeister ist es nie leicht. Schauen wir, wir sind trotzdem positiv und wir hoffen, dass wir 2 Spiele trotzdem gewinnen. Und Sie werden jetzt aufdecken? So ist es. Das ist im Baseball üblich. Speziell, wenn der Head Coach ein Interview gibt, dann lassen sie die Spieler meistens Schabernacke einfallen. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga bekamen die Schwächerter mit dem Batsfield auch eine neue Austragungsstätte. Das neue Baseballfeld wurde letztes Jahr eröffnet und dient seither den Blue Bats als Heimstätte. Also wir sind wirklich sehr froh über den Platz. Es hat ja eine lange Zeit gedauert, bis der genehmigt wurde, bis der ganze Prozess mit dem Bau und so vollendet war. Und mittlerweile fühlen wir uns aber wirklich wohl hier und haben eine neue Heimat gefunden. Wir müssen wirklich sagen, Dankeschön an die Gemeinde, weil in dem alten Platz hatten wir nie dieses Niveau erreicht. Wir waren nicht wirklich in der Lage, internationale Spiele zu gestalten. Das werden wir tun dieses Jahr mit der Europameisterschaft. Aber auch auf der Bundesliga-Ebene hatten wir nicht spielen können auf unserem alten Platz. Und seit das hier ist, es hat einen neuen Schwung in den Verein gebracht. Viel neue, jüngere Spieler bei den Mädels und Burschen. Und wir sind sehr froh und wir versuchen, diese Welle zu nutzen, dass wir ein stärkerer, stabiler Verein werden in der Zukunft. Wir sind über 30 Jahre alt, aber es hat immer seine kleine Welle. Aber wir sind auf einer hohen Welle im Moment. Wir bemühen uns auch im Nachwuchs sehr viel zu tun. Also wir sind ständig in der Umgebung bis nach Wien hinein, was jetzt so grenzt, Simmering, Himberg etc., Lanzendorf, Fischerment in die Schulen unterwegs. Wollen uns präsentieren als Sport, auch als Alternative natürlich. Ist heute generell nicht so einfach, die Kinder zum Sport zu bringen. Ja. Und versuchen das Beste. Und jedes Mitglied macht uns natürlich stärker und besser und ist für die Gemeinde auch ein riesen Aushängeschild, als Sportstadt Schwächert einen gut funktionierenden Verein da zu haben. Ist Baseball immer noch ein bisschen ein Nischensport? Ich würde sagen, es ist ein Randsport, das ist absolut wahr. Aber es kommt sehr gut an. Wir waren auch in der Schule hier in Schwächert vor kurzem, irgendwie beide mit Mädels und mit Burschen, irgendwie das Baseball und Softball zu präsentieren. Und muss man sagen, der Begeisterung von jungen Menschen für diesen Sport, und die haben das sehr schnell begriffen. Vor allem, dass es in Amerika so beliebt ist. Ich glaube, Leute kennen es aus dem Fernseher. Es gibt, wirklich das zu betreiben, es wird nie ein Sport wie Fußball, aber trotzdem, Österreich ist auf einem Niveau international, wo sehr, sehr gute Spieler unterwegs sind. Die Anzahl von Spielern ist weniger, aber wir haben selbst 4 junge Spieler in unseren Nationalteams. Und das ist vielleicht ein Vorteil von unserem Sport, ist, dass junge Menschen können relativ schnell auf ein gutes Niveau kommen. Wir haben ein gutes Trainerteam hier. Und da dann können sie international, Severin Schulze, glaube ich, Sie haben gerade mit ihm geredet, ist einer davon, war die Erste, der international sehr aktiv war, in der Baseball-Nationalmannschaft. Und mit der Österreich auf der Brust, das ist ein sehr feiner Moment für einen jungen Spieler. Es ist einfach ein bisschen eine Alternative zu den normalen Sportarten in Österreich, sage ich mal. Und mit Taktik dahinter und den Ball festschlagen, fühlt sich einfach gut an. Ja. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist man in Schwächert durchaus zufrieden. Ja, wir sind knapp an der Mitte der Saison. Eigentlich läuft es sehr gut. Wir hatten ein bisschen einen Rückschlag letzte Woche. Wir waren in Hart in Vorarlberg, wo wir 2 knappe Spiele verloren hatten.
Aber die Mannschaft ist sehr, sehr gut und gegen jede Mannschaft gewinnen kann. Und das ist erfreulich. Und wichtig für uns ist auch, dass der ganze Verein stärker geworden ist und auch, dass der Nachwuchs kommt. Wir haben einige wirklich gute junge Spieler, die eingebaut sind jetzt dieses Jahr. Und eigentlich sind wir sehr, sehr zufrieden. Am Ende mussten sich die Bluebats im ersten Spiel klar mit 2:14 geschlagen geben. Die zweite Partie konnten die Schwächerter dann spannender gestalten. Man verlor ganz knapp mit 5:6.